So, neue Runde, neues Glück. Der Hering trägt wieder irgendwie so ein dummes Quellfasser. Der Hering kann auch nicht mehr sprechen. Das ist schön. Das ist wunderbar. Das eignet sich perfekt zum Let's Play. Der Hering, der läuft jetzt hier so entlang mit diesem komischen Fass und macht dann irgendwann diese komischen Viecher kaputt. Ich weiß nicht genau, ob es sich anbieten würde, das Fass dann einfach irgendwann mal abzustellen. Und dann tatsächlich, zumindest kommen diese komischen Kürbisviecher nicht raus, die einen total tollen Namen haben, den ich aber leider in diesem Moment vergessen habe. Zumindest kommen die komischen Kürbisviecher nicht, wenn man hier am Rand entlang geht. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, glaube ich, wenn wir das jetzt mal so machen. Was ist eigentlich mit dieser Brücke hier? Die Brücke sagt mir so überhaupt gar nichts. Wo kommt man dann da hin? Das muss ich dann auch gleich nochmal untersuchen. Aber egal, erstmal dorthin. So, Hyrule, ich sehe die Brücke, ich sehe sie, ich sehe sie. Genau, das ist die Brücke, die wir durch unsere Spenden praktisch gesehen finanziert haben. Das heißt, quasi gehört diese Brücke uns und wir könnten hier Zoll verlangen. Das finde ich, wäre zumindest eine sehr lohnende Idee. Aber zunächst einmal, ja, was muss ich jetzt mit dem Fass machen? Muss ich das Fass irgendwie offen drauf werfen, oder? Hast du da etwa Quellwasser aus Kakariko? Wenn du mich damit übergießt, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Ja, ablegen. Oh, ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach. Da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, wenn ich mich übergießen... Wehe, das klappt jetzt nicht. Werfen! Platsch! Es geht! Wow, yeah, jetzt geht's mir wieder gut. Der Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut, das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. Natürlich. Ja, toll. Und bekomme ich zur Belohnung auch noch irgendwas oder so? Oder wie, oder was? Oder wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Ich bekomme gar nichts, ne? Ich bekomme so absolut gar nichts. Du würdest nie im Leben auf die Idee kommen, mir irgendetwas zu geben. Doch, halt, nee, Moment. Er kommt wieder zurückgerollt. Ja, das ist schön. Das ist klasse. Und nun bekomme ich Quellwasser. Oder was? Oder wie? Nein, ein Herzteil. Ich bekomme tatsächlich ein Herzteil dafür. Okay, so weit war ich im Spieleberater noch nicht. Das ist klasse. Ja. Du erhältst ein Herzteil. Sammle 5 davon, um dir irgendwie ganz was Tolles zu wünschen oder so. Ich wollte jetzt zu der Brücke da. Das wäre so klasse, ja. La. Denn wenn ich bei der Brücke dort wäre, dann könnte ich mal wenigstens kurz gucken, was diese Brücke hier... Also echt, das sagt mir so überhaupt gar nichts, das komische Ding hier. Also wir haben hier eine Holzbrücke und... Was, wie? Wenn du schon extra hergekommen bist, um dem Grund zu helfen, könntest du dir auch gleich mal den Laden anschauen. Was? Ihr lasst mich jetzt hier und ihr würdet mich nie im Leben hier weglassen, ne? Es ist so klasse. Und ich kann mir nicht mal Brutalo herbeirufen, weil ich ja keine Flöte, Ocarina oder sonst was in der Art habe. Es ist klasse. Wir laufen hier ganz einfach rum. Das finde ich ja ziemlich dumm. Und jetzt ist es gleich Nacht. Das heißt, der dumme Corona macht seinen Laden sowieso gleich zu. Das heißt, wir können es uns nicht angucken. Das heißt, das ganze Leben ist total für den Arsch. Warum? Meine Kehle ist irgendwie trocken. Ist nicht gut. Link, mach schneller. Lauf schneller zu. Was soll das? Ja, der Grone, er ist irgendwie hier vorbeigekommen mit seinem komischen Quellwasserfass. Weil es ja so, das muss so sein. Über diese Brücke ist er gekommen und er freut sich total. Was geht mich dieser Laden an? Ich habe meine Belohnung bekommen. Ich kaufe mir bei dem Laden doch eh nichts. Weil was nützt mir dieses komische Quellwasser? Es nützt mir absolut und rein gar nichts. So, wir gehen jetzt trotzdem gucken. Tralalalala. Damit Midna glücklich ist. Weil Midna dann ja irgendwie, keine Ahnung... Es macht dir Spaß, uns irgendwie herumzukommandieren. So, Hyrule Stadtzentrum, Zentrum geht uns irgendwo auch sonst wo vorbei. Sprechen wir mit dem Goronin, dann haben wir diese Episode hier auch hinter uns. Wo ist der Gorone? Wo ist er? Da ist der Gorone. So. Meinem Papa geht es wieder gut. Endlich unser Laden wieder eröffnet. Bla bla bla. So, okay. Oho, du bist doch der Junge von neulich, oder? Dank deiner Hilfe können wir hier endlich wieder unsere Geschäfte nachgehen. Für dich gibt es einen Sonderrabatt auf unser Qualwasser. Sind 20 Rubine für dich okay? Ich kaufe. Wofür? Schönes heißes Wasser. Trinke es, solange es warm ist. Um alle Herzen wieder aufzufüllen. Kühlt es ab, ist es... Ja, das ist klasse.
Das ist super, wenn man ein Item mit sich herumführt, welches nur eine gewisse Zeit lang einsetzbar ist. Quellwasser ist ungemein praktisch. Dafür habe ich 20 Rubine ausgegeben. Ich bin ein Held. Gut, schön. Haben wir das jetzt gesehen? Ich hoffe, Midna, du bist jetzt an der Stelle glücklich. Das wäre irgendwie total cool. Aber jetzt an der Stelle möchte ich dann doch lieber warten nach Kakariko und meinen eigentlichen Plan wieder irgendwie, ja, verfolgen, in die Tat umsetzen gewissermaßen. Wir wollen nämlich zunächst einmal in den Maro-Markt gehen. Ich hoffe, gibt es da Öffnungszeiten? Nein, ich glaube, der müsste auch abends bzw. nachts aufhaben. Und im Maro-Markt angekommen, werden wir dann erst einmal unsere Rubine tatsächlich los, die wir jetzt mit uns herumschleppen. Waren schon mal über 500, aber dann habe ich ja so komisches Quellwasser gekauft und Murmelspiele gespielt, wie man das als Held so macht. Juhu, die ganze Welt ist irgendwie kurz vorm Zerfallen und Prinzessin Zelda schmort irgendwo in einem dunklen Käfig. Aber ich kann Murmeln spielen, ich bin ein echter Held. So, okay. Dank großzügiger Unterstützung wurde die Brücke vollständig repariert. Die Lieferwege sind abgesichert. Weiterhin konnte ein Fonds für die Finanzierung der Expansion nach Hyrule-Stadt gegründet werden. Das ist toll. Aber an dem für die Expansion nach Hyrule-Stadt notwendigen Betrag fehlen noch 200 Rubine. Beteilige auch du dich, die Preise dort, ja. Wir wollen. I have a dream. I have 200. Er hat gesagt 200 Rubine, oder? Sehe ich falsch? Warum kann man dann so viel machen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Moment. Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Du sollst in Hyrule-Stadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Er kann mir jetzt noch was spenden oder was oder wie? Vielen Dank für deine Hilfe. Nee, ist fertig jetzt. Hey Hering, kaufst du was? Weiß ich nicht. Soll ich was kaufen? Nee, das will ich nicht. Zeit ist Geld und Zeit ist halt, ja, Zeit, Zeit, Zeit. Zeit leckt mich am Arsch. So, andere Sachen, die wir machen können, wir können auch zu Burns gehen. Und endlich Wasserbomben kaufen. Juhu, weil dann haben wir wieder Wasserbomben. Und dann können wir unter Wasser für unglaublich viel Action sorgen. Und das wird bestimmt ganz toll. Überall Goronen. Ach, Moment. Überhaupt. Irgendwas in irgendeinem Haus. In irgendeinem Haus. Aber ich weiß gerade nicht mehr in welchem. In irgendeinem Haus kann man irgendwas machen. Aber welches Haus? War es das Gasthaus oder so? In irgendeinem Haus konnte man irgendeinen Insekt finden, nämlich die Ameise. Und zwar die, Moment, Goldinsekten. Was bist du? Hirschkäfer. Du bist Nashornkäfer. Im Moment habe ich die Ameise. Nee. Ein komplett. Ach, die männliche Ameise haben wir auf dem Friedhof gefunden und die weibliche Ameise müsste theoretisch in irgendeinem Haus sein. Aber in welchem Haus? Ich weiß es nicht genau. Das ist doof. Ja, ich habe sie das letzte Mal irgendwie vergeblich auf dem Friedhof gesucht, was, ja, ich konnte sie dort einfach nicht finden, weil es die Ameise dort einfach auf dem Friedhof nicht gab. So, was machst du denn hier? Oh nein, der Brief ist in die heiße Quelle gefallen. Nichts mehr zu lesen, wenn er nicht trocknet. Fackeln den Brief doch einfach ab. Ja, top, top, top. Machen doch manche Briefträger einfach so. Ja, liefern die Briefe einfach überhaupt nicht aus. Hier sind übrigens kleine dumme Kinder, aber das nur so am Rande. Liefern die Post gar nicht aus oder stecken die Post einfach so ein und nehmen sie mit. Und soll bei mir des Öfteren mal vorkommen. Hust, 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 habe ich das ein oder andere Mal jedenfalls das Gefühl. Es ist wirklich erstaunlich, seit ich hier wohne, wie viele Briefe mich tatsächlich nicht erreicht haben. Das ist irgendwie, ja, das spricht nicht gerade für die Deutsche Post tatsächlich. Und deswegen bin ich auch immer sehr froh tatsächlich, vor allem wenn ich was bestelle oder so. Ich hasse es, wenn Händler dann irgendwie auf die Idee kommen, weil es ja so viel billiger und schneller geht, eben keine Pakete oder sowas zu nehmen, sondern einfache Briefsendungen für DVDs, Spiele oder ähnliches zu machen. Weil das fühlt man nun mal heraus, was da genau drin ist. Und dann brauche ich mich irgendwie auch nicht wundern, wenn derlei Dinge irgendwie nicht bei mir ankommen. Zum Glück ist der materielle Schaden bei mir diesbezüglich noch nie so sonderlich groß gewesen, weil eigentlich waren das dann meistens auch nur irgendwelche Restpostenspiele oder so, die ich mir bestellt hatte. Aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem, wenn dann so ein Kram nicht bei einem ankommt. Das finde ich immer sehr blöd. Deswegen bestelle ich eigentlich fast grundsätzlich nur relativ viele Spiele tatsächlich auf einmal, wenn ich was bestelle, damit es auch wirklich tatsächlich als Paket geliefert wird. Ja, so ist das bei mir. Oh, ich glaube, ich habe sie gefunden. Coole Sache. Ameis weiblich gefangen. Ihr goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber, also auch mich. Ta 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 ta. Gut, okay.
Also Herzteile haben wir jetzt schon einige bekommen. Jetzt eine goldene Ameise. Und jetzt holen wir uns noch ein Herzteil. Ein Herzteil, ein Herzteil, ein Herzteil. Und dieses Herzteil, ach nee, Moment, erstmal Wasserbomben. Wasserbomben. Ja, mein Plan, mein Plan, mein Plan. Es ist aber auch so faszinierend, wie viele verschiedene Dinge man tatsächlich hier in Hyrule machen kann. Man kann hier von X nach Y laufen und man findet immer wieder neue Sachen. Na dann, hier siehst du Burns, beste Bomben, Wasserbomben. Da gar keine Bombentaschen. Ach so, Ankauf. Ja, ich muss erstmal bomben. Ja, rund um die Uhr geöffnet. Komm mal her. Zack, zack, zack. Ja, los. Hey, hallo, willkommen am Schalter. Du hast Bomben. 21 Bomben. Ankaufpreis 31 Rubine. Vielen Dank. Hier sind 31 Rubine. Nein, 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 nein. Verkaufen. Was doch nicht. Schade. Bla. So. Irgendwie hat er mich übers Ohr gehauen. Hab nur ich jetzt das Gefühl, oder? Aber gut, egal. Wasserbomben. Wir wollen 15 Bomben für 90 Rubine. Das ist cool. So, nein, halt. Angucken. So, genau. Jetzt haben wir normale Bomben und wir haben Wasserbomben. Das finde ich cool. So, okay, gut. Dann können wir jetzt wieder abhauen. La 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 la. Burns Bomboboom. Es macht unglaublich viel Spaß, mit dir zu verhandeln. Bla, oder so. So, aber jetzt können wir uns endlich dem Herzteil widmen, tatsächlich. Dem Herzteil, welches hier so irgendwo versteckt sein könnte, vorzugsweise irgendwie auf dem Weg zum Feuerberg. Ah, ist doch hier Feuerberg, oder? Ist der Todesberg oder Feuerberg hier? Nee, Todesberg war es nur in anderen Zelda-Spielen. Ebene von Hyrule, Feuerberg, ja. Der Feuerberg. Der Feuerberg, der Feuerberg. Auf dem Weg zum Feuerberg finden wir unser nächstes Herzteil und es wird sehr schön werden, weil das. Ja, dann haben wir es und dann brauchen wir uns um derlei Dinge keine Gedanken mehr zu machen. Ja, das ist so logisch. So, hallo. Entschuldige, wenn du auf den Berg willst, schleudere ich dich hoch. Jo. Schleudere er mich nach oben. Bitte. Dankeschön. Brauche ich nicht selber klettern? Brauche ich nicht selber klettern? Das wird jetzt auch das Entscheidende sein. Irgendwo hier muss ein Gorone sein. Also ich weiß es leider nicht im Detail, wo dieses verdammte Herzteil ist. Aber irgendwo hier muss ein Gorone sein, der mich irgendwo hinschleudert. Und ich glaube, vielleicht bist du es sogar. Der Älteste, willst du nach oben? Na gut, steig auf meinen Rücken. Ja, genau. Also es könnte gut sein. Vielleicht tatsächlich. Zack. Ja, das sieht nicht mal so verkehrt aus, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht. Läuft man weiter hier oben rum? Oder? Ne, da ist irgendwie nichts Truhenmäßiges. Deswegen gehen wir mal weiter nach oben. Ja. Also es wäre ganz gut, wenn hier jetzt irgendwo eine Truhe sein würde, wo ich dann tatsächlich auch mein Herzteil bekäme. Ja, gehen wir den Pfad einfach mal weiter lang. Was ist das hier? Ne, kann man nicht lang. Gut, dann nicht. Da ist eine komische Höhle. Soll man da auch noch rein? Ich weiß es nicht. Seltsam. Aber so verkehrt kann das nicht sein, wenn ich hier lang gehe. Da ist ja auch ein Grone, mit dem man nochmal sprechen kann. Hallo, wer bist du? Ah, dass du mich hier bemerkt hast. Ah! Er sieht doch so knuffig aus. Oh, guck mal. Er sieht so putzelig aus, wie das kleine Ding da immer so hin und her wackelt. Es ist so schön. Aber irgendwie nützt mir das. Ah, nee, Moment. Das ist doch ein Eingang, oder nicht? Ist es ein Eingang? Ich glaube schon. Hoppsa. War das jetzt richtig? Ich hoffe, doch. Ah, sieht richtig aus. Ta 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 ta. Du erhältst ein Herzteil. Sammle noch drei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Das finde ich cool. Dort oben kann man doch mit dem Fanghaken hin. Oder sehe ich das falsch? Greifhaken. Zack. So. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendeinen Schleim. Ein Glibberschleim, der irgendwie farbig ist. Füllen. Was ist das? Mal gucken. Du füllst echtes Schleimgelee in deine Flasche. Lege es auf Y oder X und trinke es. Dadurch werden alle Herzen wiederhergestellt. Außerdem steckt kurzfristig deine Angriffskraft. Also ähnlich wie Feentau. Okay. Feentau, echtes Schleimgelee. What the? Aber gut. Lasse ich mir an der Stelle gefallen. In der Tat. So, ja. Das war jetzt tatsächlich das Herzteil, welches ich haben wollte. Jetzt muss ich selber wieder suchen und so. Wir sehen uns dann beim nächsten Herzteil wieder. Also bis gleich. Thank you.